Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ark Survival Evolved. Mit dabei ist der Mr. Crank. Morgen, was geht? So, wie ihr bei mir seht, ich bin immer noch unter Wasser und sammle Siliziumperlen. Ich habe auch keine Ahnung langsam mehr, wo ich überhaupt bin. Ja, ich sammle noch weiter Kristall. Oh, hier sind Trilobiten. Trilobits. Die bringen schwarze Perlen, das ist ganz geil eigentlich. Und Siliziumperlen. Also. Oh, hier bin ich beim Vulkan oder im Vulkan. Gut, dann landen wir hier. Hier ist immer gut was an Kristall. Huch, was macht er denn jetzt hier? Anglerfische! Brauchen wir Anglergel? Weiß ich nicht, haben wir glaube ich genug. Aber nimm's mit. Das, was du jetzt vor den Füßen hast, oder? Ja, nee, ich habe hier gar nichts vor den Füßen. Gab's nicht mal so komische kleine Tiere hier auf dem Boden? Vom Grund? Ja, so Krebse, die haben schwarze Perlen gegeben. Dich. Oh, okay, cool. Dann weg vom Grund. Was haben wir da? Ein Dunkleos Toys. Alles klar. Interessiert mich eigentlich groß nicht. Ach ja, 150 schwarze Perlen brauchen wir auch. Ernsthaft? Für den Tech-Replikator? Ja. Oh nein. Aber schwarze Perlen. Ich habe jetzt im Moment 20 und wir haben auch noch so ein paar im. Aber keine 100. Wir brauchen 120. Sicher? Oh, Kacke, ey. Nee, 150. Gut, ich gucke weiter nach Trilobiten und Siliziumperlen und sowas. Und wenn ich diese Krebse finde, töte ich diese Krebse. Ja, wir sind auf der Jagd nach dem Tech-Replikator. Ich hoffe, wir schalten damit dann die restlichen Tech-Sachen frei. Hey, ich krieg gerade. Ach, ich lauf durch die Lava, ich Idiot. Auch nicht schlecht. Ich wundere mich schon, hä, warum brenne ich jetzt? So. Hier drüben sind. Oh, wie schön. Überall Siliziumperlen. Sehr geil. Oh, schon wieder eine schwarze Explorer-Note. Oh, geil. Läuft bei dir heute. Und gestern, also das ist selbe Aufnahmesession noch, wie die letzten zwei Folgen. Was braucht man denn hierfür? Da ist ein Lizichti. Ah, da braucht man die Trophäen. Okay. Lol. Für die Tech-Höhle braucht man einfach nur die Trophäen, okay? Ah, von jedem Boss einmal die Trophäe. Ja. War nicht schlecht, das wusste ich nicht. Ah, hier drüben sind alle. Rolltreppen, alle. Nicht nochmal durch die Lava laufen. Auf einmal brennt man. Voll angezündet. Gut. Alle. Wie viel Sauerstoff? Ich habe noch genug. So. Ja, so ein paar Kristalle habe ich jetzt. Okay. So 15.000 oder so. Oh shit! Oder 18.000. Lol, werde ich einfach von irgendwas angegriffen, direkt meine Gilly. Ah, hier sind diese Krebse. Wollen wir mal probieren. Wenn ich schnell genug bin. 40 schwarze Perlen pro Krebs. Ja, das ist doch mal. Wenn er mehr. Oh ist. Shit! Alle! Bitte alle. Und, Alter, Elektro. Ich glaube, das war ein Mosa gerade, der mich angegriffen hat. Ja, das war ein Moser. Und Zitterale. Ganz viele Zitterale. Ich töte sie alle. Ja. Alter, aber der Moser, der hat mir ganz schön gerade zugesetzt. Das war übel. Jetzt kommt Blesio. Blesio ist tot. Da kommt noch ein Blesio. Blesio tot. Okay. Ich will mal kurz an die Oberfläche, um ein bisschen. Wie viel sieht's mein Stamina sieht immer noch geil aus. Was ist da los, ey? Ich bin auch nur so gar nicht weit unter Wasser, ne? Ich bin unter einer Insel, oder? Ja. Ich nehme hier erstmal einen anderen Quetzel an. So, und wieder runter. Da unten sehe ich irgendwie mehr wie oben. Ah, hallo. Süß. Alter, der Moser hat mich, ja. Ich hab mit dem Quetzel einen anderen Quetzel getötet. Geil. Alter, so Moser ist aber schon geil. Ja. Bringt aber nichts, schade.
Ich sag, der bringt vielleicht auch irgendwas Besonderes, aber Fleisch und Fleisch. Und noch mehr Fleisch. Braucht man halt wirklich nicht. Da ist ein Tusotoi Tekes, oder wie das Vieh heißt. Was? Ach so, nein, 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 das, ach, da ist noch ein Moser. Tusotoki Teke. Nee, das ist hier ein Basilo mit einem, mit einer Million Mantas um sich herum. Achso. Da ist ein Tusotoi Dingsbums. Tentakelvieh. Alles klar. Achso. Tintenfisch nennen wir. Ja, so ein Tintenfisch. Und hier sind Silizimpellen, sehr schön. Gönnung muss sein. Wow, er greift mich an, er greift mich an, er greift mich an. Ich hab ihn getötet. Wer? Ein Tusotoi Dingsbums. Ein Tintenfisch. Ein Tintenfisch. Da musst du echt aufpassen, die können dich festhalten. Ja, ich habe ihn einmal geschlagen, er war tot. Anglerfisch. Was willst du eigentlich, Anglerfisch? Ich bin richtig assig zu dem Allosaurus. Ich habe ihn einfach aus der Luft mit Feuer bespuckt. Das ist mies. Für ihn. So, wo ist der Moser? Ich bring ihn um. Eigentlich hätte ich ja schon Bock, den zu zähmen, aber ich habe nichts zum Zähmen dabei. Da ist der Basilo. Da ist der Moser. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, wo Moser sind. Und diese Tusotoi-Dingsbums. Du weißt. Du weißt Bescheid, ey. Kommen Sie ran, Moser. Ich sie töten. Moser tot. Level 96. Anglerfisch, wollen Sie sterben oder... Okay. Danke. Sie haben sich richtig entschieden. Auch Sie haben sich richtig entschieden. Sind Quallen, die kann man ja auch mal wegklatschen. Oh, ich bin... Oh. 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 Okay. Oh. Oh shit. Oh shit. Sind hier so ein paar Tierchen an. Willst du Kristall sammeln und Silizium-Perlen und sowas? Willst du Kristall und Siliziumperlen sammeln, dass wir weiterkommen? Kristall habe ich jetzt 20.000, glaube ich. Okay. 18.000. Okay, gut. Ich habe jetzt auf jeden Fall, warte. Ist hier irgendwas, was mich... Oh, die zwei wollen mich, aber richtig hart. Okay, beide tot. So, ich habe schwarze Perlen 204. Okay. Im Inventar 8000 Siliziumperlen und im Quetzal habe ich auch nochmal, ich glaube, knapp 10.000. Das dürfte ja erstmal reichen, oder? Ja. Hier unten sind noch ein paar Trilobiten, die klatsche ich auch noch kurz weg. Was bist du denn für ein Anglerfisch? Du bist schon ziemlich hässlich. Und ein Hai. Auch ziemlich hässlich. Gut, haben wir. Noch irgendwas. Ach, noch ein paar Anglerfische. Hallo. Gut. So. Ja, ich kann. Ach, hier sind noch Siliziumperlen, die nehme ich auch gleich noch mit. Und dann würde ich sagen, stellen wir gleich mal ein bisschen Zement her. Element her. Element. Ich glaube, ich mache den Multiplier noch mal ein bisschen hoch. Um schneller die Sachen zu kriegen. Jep. Dunkle Ostzeus, Lidsichti und Siliziumperlen ganz hier unten teil. Nochmal dahin. So. Ups, falsche Taste. So, die. Und hier. Und hier natürlich auch noch ein bisschen. Bam, Arme. Und da ist auch noch einer. Und ein Hai, der mich angreift. Aber der ist mir egal. Oh, der ist ein Poisonhai. Aber auch das ist mir egal. Ah, Mann, egal wo ich... Alter, da drüben sind nochmal... Nee. Ich hab keinen Bock mehr. Raus aus dem Wasser. Okay, im Loot Drops können wir das Ding auch herstellen. Ja. Loot Drops und... 5000 Metallbaum. Das ist ja easy. Ja, das ist absolut kein Problem. Nicht für uns. So, wo bin ich? Wo ist... Oh, ich Idiot. Mein Quetzal dürfte da drüben irgendwo sein. Roter Loot Crate, das dürfte gut sein, oder? Ja. Gut.
Wie soll ich jetzt da ganz oben hinkommen? Ach, hier ist eine Treppe. Bitte? Ich will hier richtig sein. Wo ist mein Quetzal? Weggelaufen. Der hat keinen Bock mehr auf mich, ich stinke zu sehr. Ja. Ich glaube auch. Ne, ich glaube, ich muss weiter in die Richtung erstmal. Hallo? Kann die Treppe nicht hochgehen? Okay. Welche Treppe? Ah, ich musste die Tür erst zumachen, ja toll. Ach, den Spot habe ich eigentlich gesucht. Nur Tyrannosaurus, die sehen ja auch ziemlich chillig aus. Aber ich habe ihn umgebracht. Oh, der war Level 112. Ah, Mensch, ich kann das sogar... Ich kann 18.000 Kristall kann ich sogar tragen. Nice. Gerade so. Ich glaube, ich muss weiter in die Richtung. Ich habe mich echt weit von meinem Startpunkt hier weg entfernt, habe ich das Gefühl. Ich werde das mal in die Werkbank tun. Ach, passt gar nicht. Glaube ich. Doch, Werkbank ist ziemlich leer geworden, wieder. Aber du brauchst das in der Elementsmithy. Nicht in der normalen Werkbank. Was ist denn jetzt eine Elementsmithy? Das, was du mal gebaut hattest. Ach, da, ja. Ich bin beim Poison-Quetz. Ich bin unterwegs erstmal back home, aber ich will den roten Loot-Crate noch mitnehmen. Bitte nicht verschwinden, bitte nicht verschwinden, bitte nicht verschwinden. Dankeschön. Bauplan, Kühlschrank und C4-Ladung. Toll. Das ist so richtig ernüchternd. Dafür kotzt mein Quetzal erstmal im Strahl. Gut, aber ich komme eigentlich mit dicker Beute zurück. Das ist schon mal ganz gut. Oh Mann, 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 Mann. Ich muss für den in der nächsten Folge oder vor der nächsten Folge erstmal meinen Tisch wieder richten, dass die Facecam halbwegs wieder mittig sitzt. So, ich bin gleich. Warum sind wir eigentlich zu dem grünen Drop gegangen, wenn eigentlich direkt bei uns oder hier auch einer ist? Zu dem, was? Zu dem grünen, weil das Grünen ist halt für die Grünen, also für die Nein. Leichten. Nein. Nein, nicht? Nein, nicht du kannst mehr? Nein, du kannst in jedem okay. Loot Crate jedes. War das aber früher. Achso, weil ja gut, schon gut. Es war der, den ich gerade gesehen habe, das war der Grüne, glaube ich. Ja, sieht auf jeden Fall so aus. So. Hier ist unsere Wulvan-Familie. Bin da, wer noch? Ich. Sehr schön. Du hast die Flagge aufgestellt. Ja. Sehr geil. So. Und jetzt. Ganz friedlich und freundschaftlich. Siliziumperlen, Siliziumperlen. Siliziumperlen, 5000 behalte ich mal, daraus machen wir Dingens. Und schwarze Perlen mache ich. Ne, schwarze Perlen brauchen wir nur. Zur Herstellung von dem Dingens, ne? Ja. Warte mal einen Moment. Mal. 4 Element kann ich herstellen. Nice. Es bringt 10. Also das okay. Ist schon mal ganz gut eigentlich. So, und jetzt fehlen uns wahrscheinlich... Electronics? Ja. Also müssen wir jetzt... unglaublich viel Electronic herstellen. Hä? What the fuck? Wir können die... Wir können, die ganzen Viecher auch selber beschwören, ne? Wie? Ja, hier mit so einem komischen Potions. Okay. Der Dragon Summon Easy. 1000, ein, Genetik-Artefakt. Okay. 1000 Leder, 250 Obsidian, 250 schwarze Perlen. Was ist ein Genetik-Artefakt? Weiß ich nicht. Siehst du? Ich hab die Bloodmother-Trophäe. Okay, nee. Keine Ahnung. Die brauchen wir ja. Die müssen wir in die Trophäen tun. Ja. So, 300. So, wir können da mal ein paar herstellen. 2. Nice. Ja, geil. So. Damit sind wir bei 70. 70 Element. Nice. Beruhigen Sie sich. So, ich mach mal in die schwarze Perlenkiste. Also Element und schwarze Perlen. Weißt du, was wir nochmal herstellen müssen? Hm. Hey, unter Wassermine.
Alter, warum buggt das hier eigentlich so rum? Waffen, Baumaterialien, schwarze Perlenelement. Wir hatten hier auch 119 schwarze Perlen. Jetzt haben wir 336. Ja, das ist doch schon mal besser. Ja, das geht auf jeden Fall. So. Dann. Wir brauchen immer noch mehr Elektronik. 1000 werden hergestellt, aber es dauert halt, ne? Ja, ja. Gibt es nicht noch eine Art, die schneller herzustellen? Nicht, dass ich wüsste. Ach, toll. Vielleicht in einem... hier von uns? Ich glaube nicht. Im Rex? Ich glaube nicht, nein. In dem Fire Rex war das, glaube ich, ne? Mit dem Metall, ja. Ja. So, ein bisschen davon. Weiß ich nicht, was kann denn Lightning Rex? Oh, schade. Hätte ja sein können, weil Lightning... hätte dies das. Fahrradkette. Genau. Hätte ich so. Mal eine Fahrradkette. Ja. Fahrradkette um den Hals von dem Rex und auf geht's. Ja, ja. Go, go. Gib ihm. Immer. Go, go, Skins, Gadget. Waffen. Ich baue Materialien. Schwarzperlen. Leder. Warum liegt da überhaupt Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Okay, weiter machen wir es nicht. Trophäen. Ja, Trophäen kann. Ah! Ja, war richtig. Der Blaulichtreport mit der Schnecke. Na geil. Ja. Na, hab ich ja noch irgendwie Trophäen? Eieiei. Nee, gar nichts gut. Blueprints, Rüstung. Rüstung hab ich. Ey, wieso kann ich auf den Schrank nicht zugreifen? Was ist denn mit dem los hier? Blöder Alter. Schrank. Hau ihn. Mit ja, warte, Öl. Mach ich gleich, warte. Das war der Rüstungsschrank. Ich habe ihn geschlagen. Hat aber irgendwie nichts gebracht. Oh, der arme Schrank. Oh. So, schwarze Perlenelement, ja, Leder, ja, Stroh, Sättel, Schrank. Warum liegt da Stroh? Frag ich mich immer noch. Hast du eine Maske auf? Wer das kann, darf gerne das mal in die... Also, nein, wer es kennt, darf gerne mal in die Kommentare schreiben. Dass er es kennt. Es braucht keiner vervollständigen, absolut nicht, nein, bitte nicht. Aber wer es kennt, darf eine Kommentare schreiben. Angler G. Hashtag, warum liegt da Stroh? Genau. Wer es kennt, Hashtag, warum liegt da Stroh in die Kommentare. Brauchen wir Kristall jetzt hier drin? Weiß ich gerade gar nicht. Hashtag. Packen wir hier nochmal ein bisschen Kristall rein. Kristall! Ja, bis. Geht doch. So, ich geh mal kurz. Ah, wie sieht's mit unseren Futtertrögen überhaupt aus? Weiß ich nicht. Gut. Ich auch nicht. Glaube ich. Ah, sieht gut aus, alles klar. Was will er hier? Okay. Ja, er hatte Angst. Ich glaube auch, so. Warte, ich will mal was ausprobieren. Ach, schade. Ich dachte, wenn ich dann absteig, bleibt er da hängen. Schade. So. Ja. Gut, ich will wirklich mal jetzt mal einen Grinder bauen, mal gucken. Bringen die dann viel oder was? Ja, anscheinend, wenn du dann überragende Sachen zercraftest, bringt das ja, richtig viel. Chitin. Aber das, so viele überragende Sachen haben wir ja nicht. Das stimmt. Wir haben ja keine Upgrade Station hier. Das stimmt. So. So, komm her. Das hab ich, dann kann ich meinen... Halleluja! Mein Brustpanzer... Wo ist mein Helm? Achso. Wo sind meine Schuhe? Da. Hab ich geklaut! Sehr schön! Und jetzt laufe ich weg! So, nur den Ghillie-Panzer muss ich noch reparieren, aber da ist gerade der Fabricator... Ja, ...am Stößel. Ja. So. Ne? Gut, alles klar. Du warst. Ja, ich weiß. Gut. So, ich wollte mich nur vernünftig hinsetzen, weil sonst hört sich das vielleicht komisch an. Ja. Ah, okay, so. Alles klar. Alles klar. So, auf jeden Fall ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Oder wenn es euch so gut gefallen hat, dass ihr weiteres sehen wollt, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. So sieht's auch bei Mr. Crank, denke ich mal, aus. Jo. Und immer schön die Glocke aktivieren, dann
Ja, werdet dann ihr verpasst auch, ihr auch nichts. Genau, dann verpasst ihr gar nichts mehr. Wandtrophäe. Ja, okay. Ey, du Schwein. Das geht ja mal gar nicht. Heul doch. Okay. Ja, gut. Dann würde ich jetzt sagen, war's das mit der Folge und tschüss. Haut rein. Ciao.